Dieses Buch ist ein Weckruf. Zukunftsblindheit können wir uns nicht leisten. Durch den versperrten Blick verlieren wir die Kontrolle über den Fortschritt. Mit einem 10-Punkte-Plan mache ich konkrete politische Reformvorschläge. Mut und Weitblick vorausgesetzt, könnten sie noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden. So fordere ich beispielsweise die Gründung eines Zukunftsministeriums, das sich als Fortschrittsbehörde um die gesellschaftliche Bewältigung des Wandels kümmert. Daneben bin ich für die Schaffung einer Algorithmen- und Datenkontrolle. Sie sollte die staatliche Überwachung von künstlicher Intelligenz und kritischer Software sicherstellen. Das sind nur zwei Beispiele eines großen politischen Masterplans, den wir angesichts der nahenden Herausforderungen dringend benötigen. Action required.